Hallo und herzlich willkommen zum Kinoressort bei Tagesschau 24. Die Kunst zieht sich als roter Faden durch unsere aktuelle Sendung. Im ersten Film ist es die französische Kochkunst. Die gilt ja gerne mal als überkandidelt oder elitär. In à la carte wird die Haute Cuisine allerdings vom hohen Ross heruntergeholt und parallel zu den Wirren der französischen Revolution quasi neu erfunden. So wie die Politik zu der Zeit demokratisiert wurde, wird im Film eben der kulinarische Genuss aus den Palästen befreit. Nur dass dabei höchstens Kohlköpfe rollen. À la carte ist ein Film, der Appetit macht aufs Kochen, aufs Essen, aufs Genießen. In der Schlossküche des Duc de Chambord herrscht Maître Manseron. Butter, ich will Butter sehen! Und es herrscht der Überfluss. Wir sind in Frankreich im Jahr 1789. Hier ist noch nichts von Revolution und vom Hunger der Bevölkerung zu spüren. Nur kochen reicht nicht, Herrschaften. Es muss auch gut sein. Es muss ein Genuss werden. Eine Inszenierung. Der Duc möchte seinen Kommentar abgeben. Euer Braten war perfekt. Ein Genuss. Wie nennt ihr diese kleinen... Das Delicieux. Kartoffeln. Das verfüttert man an die Schweine. Er hält uns für Borstenviecher. Entschuldige er sich. Manseron! Doch der weigert sich, fällt in Ungnade und zieht sich zurück. Nie wieder will er, der berühmte Meister, kochen. So einen Dickkopf kann nur eine Frau umstimmen. Ich heiße Louise. Ich möchte euer Lehrling werden. Ich habe keine Lust mehr zu kochen. Bringt es mir bei. Und sie kommt sicher wieder. Louise bleibt dran. Widerwillig stimmt er zu. Naja, auf seine Weise. Weck mich, wenn du was gefunden hast, das uns ernährt. Wenn du gute Zutaten nicht erkennst, wird aus dir niemals ein guter Koch. Ein Koch muss seinen Geschmackssinn bilden. Champignon. Wie ein Musiker sein Gehör. Rote Beete. So hält die Lust am Essen Einzug in der einfachen Hütte. Das bringt Manserons Sohn auf eine revolutionäre Idee. Wir müssen diesen Ort mit anderen teilen. Ein Buffet, das allen offen steht. Adlige, Bourgeois und auch Bauern. Denn bisher war der Genuss ein Privileg des Hofes. So entsteht in Frankreich das Restaurant aus dem Geist der Freiheit und Gleichheit. Die Welt verändert sich gerade. Bei uns sind alle Gäste Könige. Ein Film wie ein Menü. Sinnlich spannend und überraschend. Quasi durch die kalte Küche serviert er Geschichte aus einer ganz neuen Perspektive. Denn auch die Historie geht hier durch den Magen. Ein Film, der Appetit macht auf großes Kino. Und was ist das? Das sind gebratene Stäbchen aus Kartoffeln. Mal was anderes. Das wird nie ein Erfolg. À la carte. Im besten Sinne opulent.